Der Angeklagte Norbert Menzer hat sich ein beachtliches Unternehmen aufgebaut, in dem er Bio-Müsli herstellt. Die Wirtschaftskrise hat ihn jedoch voll getroffen. Nicht nur beruflich, sondern auch privat ging es bergab. Zu allem Überfluss wird er auch noch mit einer vergifteten Müsli-Packung erpresst. Da er das Geld nicht aufbringen kann, bittet er um Aufschub und hinterlegt einen Brief am vereinbarten Übergabeort. Es stellt sich heraus, dass der Täter eine Frau ist. Als sie merkt, dass sie ihr gefordertes Geld nicht erhält, gerät sie außer sich. Ich will eine Kohle und nicht so einen scheiß Brief hier! Dann wird die Erpresserin von zwei Schüssen getroffen. Wollte der Angeklagte sie in seiner Verzweiflung umbringen? Norbert Menzer, Sie sind geboren am 23. Januar 1964 in Salzburg. Sie sind österreichischer Staatsangehöriger. Sie wohnen jetzt in München, sind verheiratet, Geschäftsführer der Menzer Müsli GmbH und seit dem 16. Februar 2011 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Am 15. Februar 2011 um 21 Uhr schoss der Angeklagte mit einer eigens dafür besorgten Pistole des Kalibers 9 mm im Lerchenauer Forst bei München zweimal auf Kim Salzmann, um sie zu töten, weil sie ihn erpresste. Ein Projektil durchschlug ihre linke Kniescheibe, das andere durchschlug ihren Oberkörper, wobei es das Herz nur knapp verfehlte. Durch die Wucht wurde die junge Frau nach hinten geschleudert und sie stürzte einen 25 Meter steilen Abhang hinab. Hierbei erlitt sie vor allem eine Lungenperforation, eine Fraktur des linken Schlüsselbeins und eine Zertrümmerung der linken Kniescheibe. Der Angeklagte wird somit des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, mit unerlaubtem Erwerb und mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe beschuldigt, strafbar gemäß § 212.1. Menzer, die Anklage haben Sie nun gehört. Wie sieht's aus? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich gebe es ja zu. Ich war an diesem Abend in dem Wald, aber da habe ich nur einen Brief mit der Bitte um Aufschub in diesen Mülleimer gelegt. Ich habe diese Frau nicht angeschossen. Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Mein Mandant hat sein ganzes Leben lang noch nicht mal eine Waffe besessen. Ja, ich hatte noch niemals eine Waffe in der Hand. Waffen machen mir Angst. Gut, vielleicht damit wir uns mal einen Überblick über die ganze Geschichte hier machen können, vielleicht beginnen Sie mal von Anfang an zu erzählen, wie das überhaupt war mit dieser Erpressung. Wie ist das losgegangen und was hat sich da genau abgespielt? Ja, mir gehört diese Firma, Menzer Müsli. Und wir sind ein kleines regionales Lebensmittelunternehmen. Und wir müssen hart kämpfen, um uns gegen die Müsli-Multis durchzusetzen. Ja, und als die Wirtschaftskrise gekommen ist, wären wir fast pleite gegangen. Für die Krise haben ja nicht nur Sie zu spüren bekommen. Ja, aber ich habe sie privat gespürt. Ich habe halt meine ganze Zeit in die Firma gesteckt und meine Frau vernachlässigt. Und da ist sie in die Arme eines anderen geflüchtet. Sie ist zwar wieder zurückgekommen, aber da muss ich noch lange knappern. Man kann sagen, die drohende Firmenpleite, aber auch die Angst um ihre Ehe, das hat ihnen sehr zu schaffen gemacht. Nach meinen Erkenntnissen waren sie ja sogar bei einem Therapeuten. Ist das richtig, ne, der ihnen helfen sollte? Ja, die Firma ist mein Leben. Ich habe mit 19 Jahren habe ich die Firma begonnen und habe einen kleinen Marktstand gehabt und damals Biomüsli verkauft. Und ja, da haben sie noch alle über Bio gelacht und mich einen Freak genannt. Aber ich habe mein ganzes Herzblut in diese Firma gesteckt. Mein ganzes Leben steckt da drin. Dann bleiben wir doch mal bei der Erpressung. Wann hat denn die Erpresserin sich bei Ihnen gemeldet? Ja, es war so am 9. Februar, da kam ein Brief mit einer meiner Müsli-Packungen. Und es war so aus Zeitungspapier zusammengestöpselt, so wie in einem schlechten Film. Und was ist in dem Erpresserschreiben genau gefordert worden? Ja, da stand, bring mir 50.000 Euro, sonst verseuche ich deine Müslis, so wie dieses hier. Keine Polizei, denn sonst findest du in jedem Supermarkt die vergifteten Müslis. Bring das Geld übermorgen um 20 Uhr in den Hoferpark und leg es in den Mülleimer neben den Brunnen. War an dieser Müsli-Packung irgendwas Auffälliges? Nein, das war alles normal. Auch der Verschluss. Ich habe zwar am gleichen Abend noch einen neuen Verschluss eingeführt, und damit man sehen kann, dass halt nichts passieren kann und dass die Packungen nicht aufgerissen werden können. Und da haben wir jetzt die Ecken verschweißt. Und was haben Sie mit der Müsli-Packung gemacht aus Ihrem Briefkasten? Ja, ich habe sie in meinem Labor mit meiner Kollegin untersucht. Und da haben wir tatsächlich dann Samenschalen mit Rizin gefunden. Und Rizin ist ein tödliches Gift. Da habe ich gewusst, dass der oder die Erpresserin das ernst meinen. Und wieso haben Sie dann nicht sofort die Polizei eingeschaltet? Es ging ja letztlich nicht nur ums Geld, nicht nur um Ihre Firma. Es ging doch auch um Menschenleben, wenn wirklich irgendwo dieses Gift drin gewesen wäre. Oder? Ja, ich hatte Angst, dass der oder die Erpresserin das ernst meinen und die Drohung wahrmachen würden. Ja, eben. Ja, und wenn die Zeitungen oder Nachrichten davon Wind bekommen hätten, das wäre wahrscheinlich das Aus für meine Firma gewesen. Aber letztlich ist ja sowieso nach Ihrer Festnahme das alles eher in die Öffentlichkeit gekommen, oder? Ja, klar. Jetzt kaufen halt die Leute meine Müslis nicht mehr. Und das wollte ich verhindern. Und darum habe ich ihn beschlossen zu bezahlen. Hatten Sie denn 50.000 Euro flüssig? Nein, ich hatte gerade mal 15.000 Euro zur Verfügung. Und die habe ich dann an diesen besagten Treffpunkt gebracht, in diesen Mülleimer geworfen.
Und dazu habe ich einen Brief gelegt mit der Bitte, dass man die 35.000 Euro halt ein paar Tage später bezahlen kann. Haben Sie darauf dann noch mal was von der Erpresserin gehört? Ja, da kam am nächsten Morgen dann wieder so ein Brief aus Zeitungspapier und da stand, bring das Geld am 15. Februar um 21 Uhr und wirf es außerhalb der Stadt in den Wald an diesen besagten Mülleimer. Natürlich hatte ich das Geld nicht zusammen. Ich habe einen Freund aus Amerika darum gebeten, aber der konnte das Geld erst frühestens ein paar Tage später überweisen. Interessanterweise haben Sie diesem Freund aber nichts von einer Erpressung erzählt. Ich wollte keine Pferdescheu machen. Darauf haben Sie dann wieder einen Brief geschrieben, in dem Sie erneut um Zahlungsaufschub baten. Ja, den habe ich dann sofort an den Tag, an dem die Erpresserin angeschossen wurde, so um 8:50 an diesen Treffpunkt gebracht. Dann bin ich sofort mit dem Auto nach Hause gefahren, ja, habe gebetet, dass ich noch eine Gnadenfrist bekomme. Herr Menzer, Sie haben den Brief zwar in den Mülleimer getan, ja, das sehe ich auch so, aber Sie sind eben nicht weggefahren, Sie sind im Wald geblieben, haben Sie ja irgendwo versteckt, als dann die Erpresserin aufgetaucht, sind Sie panisch geworden. Sie haben es ja selbst sehr anschaulich schon geschildert. Es stand viel auf dem Spiel für Sie, die Ehe, aber auch Ihr Lebenswerk, ne? Ihr Lebenswerk, Ihre Firma, Moment, deswegen haben Sie auf Frau Salzmann geschossen, zweimal. Nein, ich bin schnurstracks mit dem Auto nach Hause gefahren. Und man muss ja mal ganz klar sagen, dass Kim Salzmann, die besagte Erpresserin, eine bekannte Kriminelle ist. Vor 6 Jahren, Herr Staatsanwalt, hat sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten Björn Kunze eine Bank überfallen. Und während sie mit der Beute von 100.000 Euro fliehen konnte, hat man den Herrn Kunze geschnappt und er wanderte schnurstracks ins Gefängnis. Was hat jetzt die Geschichte von Anno Dazumal mit der heutigen Tat zu tun, Herr Vorländer? Das erkläre ich Ihnen gerne. Bitte, all die Jahre hat Björn Kunze nicht gesagt, dass Kim Salzmann seine Komplizin gewesen ist. Während sie auf freiem Fuß war und die gemeinsame Beute ausgegeben hat, sich ein schönes Leben gemacht hat, da schmorte er im Gefängnis. Wenige Tage bevor die Frau Salzmann dann angeschossen wurde, wurde der Herr Kunze aus der Haft entlassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sein erster Weg zu seiner damaligen Komplizin geführt hat. Er wollte nämlich seinen Beuteanteil von damals haben. Den konnte aber die Frau Salzmann ihm nicht geben, weil sie bereits alles verprasst hatte. Also Sie meinen, dass die Kim Salzmann erst durch diese ganzen Umstände eigentlich zur Erpresserin geworden sei? Mhm. Weil sie ihrem damaligen Komplizen, dem Herrn Kunze, seinen Anteil nicht geben konnte und den dann im Grunde so wieder reinholen wollte. Genau das denke ich. Aber Ihr Plan ging ja ganz offensichtlich nicht auf. Und warum? Weil mein Mandant diese 50.000 Euro nicht auf einmal bezahlt hat. Die Frau Salzmann konnte ihrem damaligen Komplizen nur 15.000 Euro bieten. Ne? Aber der Herr Kunze, der wollte natürlich den ganzen Anteil an der Beute. Aber weil die Frau Salzmann ihm das nicht bieten konnte und weil er wahrscheinlich auch schon ahnte, dass er sein Geld nie bekommen würde, wollte er die Frau Salzmann in dem Wald da erschießen. Hallo, Kim. Björn, was willst du? Und tu nicht so, als wäre nur Angst vor mir. Lassen Sie Frau Salzmann schön im Knast sitzen, ja? Die Zeugin Kim Salzmann, bitte. Ich schwöre, an deiner Stelle würde gut auf mich aufpassen. Verpiss dich. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn du wieder aus dem Knast rauskommst. Frau Salzmann in Ruhe lassen. Siehst du? Peng! Du hast mich total verarscht, Mann. Ich schwöre, das wirst du bereuen. Frau Salzmann sind Sie, ja? Ja. Hören Sie die Dame mal vor, sie ist schon aufgerufen. Ja, komm jetzt, Frau Salzmann, gehen wir. Guten Tag, Frau Salzmann. Geht's? Ja, ja, muss. Nehmen Sie doch bitte Ihr Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Kim Salzmann, 28 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, arbeitslos. Was haben Sie denn gelernt? Nichts. Verwandt, verschwägert beim Angeklagten? Nein. Zurzeit sind Sie in der JVA hier, gell? Sie sind ja bereits wegen dieses Banküberfalls von vor 6 Jahren inzwischen verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Ja? Und auf der anderen Seite läuft ja auch noch gegen Sie das Ermittlungsverfahren wegen dieser Erpressung. Wegen dieser beiden Geschichten belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja, weiß ich. Ich habe eh nichts mehr zu verbergen. Also. Dann fangen wir doch direkt mit der Frage an, wieso Sie den Angeklagten erpresst haben. Oh, ey, muss ich da schon wieder alles erzählen? Gucken Sie einmal in den Unterlagen nach, da steht doch eh alles drin. Oder muss ich noch mal eine Zeichnung davon machen? Frau Salzberg, ich denke, es wäre gar nicht schlecht für Sie, wenn Sie sich jetzt mal nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen und ein bisschen kooperativer hier sind, ja, oder? Dann muss ich halt ein bisschen weit ausholen. Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, also vor 6 Jahren habe ich damals mit meinem Lover Björn halt eine Bank überfallen. Und die Bank hat um 100.000 Euro erleichtert. Ja, er kam dafür in den Knast und ich habe mir ein paar Jahre ein schönes Leben gemacht. Ihr Komplize, ihr damaliger, saß im Gefängnis.
Und sie wusste doch, irgendwann kommt er wieder raus und dann will er seinen Anteil von der Beute, oder? Ja, ja, natürlich. Ne? Ich wusste, irgendwann wird er bei mir auf der Matte stehen. Ja. Und würde es auch nicht lustig finden, wenn dann kein Geld mehr da ist. Und das war auch der Grund nach meiner Überzeugung, warum sie dann den Angeklagten erpresst haben, richtig? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja? Ich meine, wenn er bei mir auf der Matte steht und das Geld haben möchte, er hat zwar schön zwei Jahre oder die Jahre lang halt die Klappe gehalten. Ja, was aber ganz erstaunlich war, hat sie nie verpfiffen, obwohl ja immer klar war, dass er den Banküberfall nicht allein, sondern eben gemeinsam verübt hat. Ja, das war halt der Deal zwischen uns. Warum sollen noch beide im Knast schmoren? Ja, wenn einer reicht. Und wieso haben sie dann ihren Teil des Deals nicht eingehalten und nicht die Hälfte der Beute zurückgelegt für den Herrn Kunze? Ja, erst habe ich das ja zurückgelegt. Ja, aber irgendwann war mein Geld halt alle. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe halt keinen Job und nichts, ja, und keine Ausbildung. Da hätte ich mir was suchen sollen. Und ich habe keinen Bock auf irgendeinen Scheißjob, ja. Und da haben Sie einfach mal so gedacht, dass Sie mich erpressen können? Ja, wenn Sie mal schön gezahlt hätten, dann würden wir beide nicht hier sitzen. Jetzt ist er noch schuld daran. Ja, naja, gut. Ja. Wieso haben Sie denn eigentlich ausgerechnet den Angeklagten da zu erpressen versucht? Ich habe erfahren, wo der Müsli-Typ da wohnt. Und da dachte ich mir, ich meine, wenn man schon eine Firma hat, dann kann man auch 50.000 bei ihm holen. Und naja, ich habe vorher einen schönen Krimi gesehen und da haben sie gezeigt, wie sie Leute um die Ecke gebracht haben mit diesem Rizingift. Ja, und die Müsli fallen sie nicht auf? Ja, deswegen habe ich extra die Müsli-Packung präpariert, ja, und habe das Gift da reingepackt, ja, und dann habe ich ihnen einfach das geschickt mit einem schönen Brief und einer Forderung. Aber der Trottel, ja, schickt mir nicht irgendwie die 50.000, sondern nur die 15.000 und noch so einen schönen Kitschbrief dazu. Das ist mit der Beleidigung, das können wir, denke ich, mal weglassen, hä? Aber er hat Ihnen nicht nur 15.000 Euro geschickt, sondern auch noch einen Zettel hinterlassen, oder? Ja. Den lese ich hier mal vor. Ich zitiere: Bitte geben Sie mir eine Woche Zeit, die restlichen 35.000 Euro zu besorgen. Meine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Bitte geben Sie mir diese Chance. Ich verspreche Ihnen, das restliche Geld schnell zu besorgen. Ja, was hätte ich denn da machen sollen, außer ihm diese Chance geben? Sie haben mir aber keine Woche Zeit gegeben, sondern nur 3 Tage. Ja, hallo, seien Sie mal froh, dass ich Ihnen überhaupt 3 Tage Zeit gegeben habe, ja? Ich meine, ich kann den Björn vielleicht 2, 3 Tage hinhalten, aber doch keine ganze Woche. Ja, da wäre Ihr damaliger Komplize wahrscheinlich skeptisch geworden und hätte gemerkt, dass sein Anteil weg ist, richtig? Ja, das kommt auch noch dazu. Also jedenfalls haben Sie ihm dann wieder zu erkennen gegeben, dass Sie nur 3 Tage warten, oder? Wie haben Sie es gemacht? Ja, also ich habe Ihnen dann auch einen Brief geschrieben, ja, in dem ich dann halt gesagt habe, dass er an dem besagten Abend dann das restliche Geld in den Wald bringen soll, in die Mülltonne schmeißen soll, ja. Aber da kam er halt nur schon wieder so ein Liebesbrief. Und wieso eigentlich nur die 3 Tage? Weil der Ihr früher Komplize schon aus der Haft entlassen war, oder wie? Ja, genau, da stand ja da schon bei mir auf der Matte. Ich dachte so, auch, und dann ging es in den Wald. Was ist da passiert im Wald? Ja, ich habe mich halt versteckt und habe aus dem Versteck halt gesehen, wie er den Brief da reingeschmissen hat und dann wieder gegangen ist. Haben Sie, Sie sagen gegangen, haben Sie noch ein Auto wegfahren gehört? Nee. Ich habe auf der anderen Seite geparkt. Wahrscheinlich bin ich in dem Augenblick losgefahren, als gerade geschossen worden ist. Ja, ja, genau, wer es glaubt, das glaubt nur eh keiner, ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann 5 Minuten nach ihm zum Mülleimer gegangen und was finde ich da? Nur schon wieder so einen Scheißbrief, ja, wo er noch mehr um Aufhebung bittet. Und was soll das denn werden? Meinen Sie, ich wollte eine Brieffreundschaft mit ihm anfangen? Ich war total fertig, ich war am Ende. Ich habe einfach nicht mehr weitergewusst. Ach komm, ey, Sie als Bonze hätten sich doch das Geld leisten können, ja? Ich meine, es ist lächerlich. Und Ihr ehemaliger Komplize war ja auch schon auf den Fersen und wollte seinen Anteil von dem Banküberfall. Ja, das kam auch noch dazu. Ich habe auch diesen zweiten Brief hier. Beschluss kommt auch zur Verlesung. Ich bitte Sie inständig, mir noch ein paar Tage Zeit zu geben. Ich flehe Sie an, Sie werden Ihr Geld auf jeden Fall bekommen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich wollte Ihr Geld, ja? Und habe ihm das auch im Wald hinterhergeschrien. Wollte, dass halt sein Geld haben und nicht so ein scheiß Brief. Und was haben Sie denn hinterhergeschrien? Ja, ich habe ihm halt hinterhergeschrieben, dass er sein Geld will und nicht so Scheißbriefe. Und deswegen mache ich ihn halt fertig, den Vollpfosten hier. Das war dann Ihr Startsignal, ne? Ich meine, Sie haben Ihre Verzweiflung schon in Ihren Briefen zum Ausdruck gebracht. Aber jetzt wurde Ihnen klar, innerhalb von Sekunden wurde Ihnen klar, dass diese Frau Sie absolut fertig machen kann. Das konnten Sie nicht zulassen. Aber ich habe Sie doch gar nicht schreien hören. Da war ich schon längst weg. Was ist denn passiert, nachdem Sie Ihre Wut in den Wald hinausgeschrien hatten? Ja, also ich habe hinter mir ein paar Schritte gehört, aber bevor ich überhaupt gecheckt habe, was los war, wurde er direkt schon auf mich losgefeuert. Und ja, ich habe da nur noch gemerkt, dass ich tierische Schmerzen habe und mein Kopf 1000 Lampen explodieren. Konnte den Täter noch sehen? Ich finde nämlich erstaunlich, aus dem ballistischen Gutachten ergibt sich, dass
die Schüsse aus einer Entfernung von circa 3 Metern nur abgefeuert wurden. Also er muss ganz nah bei ihm gewesen sein. Ja, aber ich konnte ihn leider nicht sehen. Das Einzige, was ich eh nur noch weiß, ist, dass ich da gefühlte 200 Meter den Abhang runter bin. Mhm. Ja, und geblutet habe wie ein Schwein. Und irgendwann bin ich unten angekommen, habe keine Luft mehr bekommen. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch mein Handy aus der Tasche bekommen habe, um einen Notruf zu rufen, sonst würde ich immer noch da liegen und das wahrscheinlich tot. Ich meine, meinen Brustkorb haben die Ärzte ja schnell wieder hinbekommen, ja. Aber mein Knie, ich darf jetzt monatelang mit diesen scheiß Krücken rumlaufen und hab ein künstliches Knie jetzt und alles nur wegen Ihnen. Vielen Dank auch, du Arsch, ey. Aber ich hab Sie nicht angeschossen. Ja, Moment. Ja, bei allem Verständnis für das, was Ihnen passiert ist. Aber hier wird niemand beleidigt. Noch eine Beleidigung und es gibt Ordnungsmaßnahmen, klar? Ja. Und Frau Salzmann, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass mein Mandant nicht auf Sie geschossen hat. Er hat geschossen. Er wusste nicht weiter. Er hat deswegen auf Sie geschossen. Na, er war verzweifelt, Ihr Mandant. Ja, und wo soll mein Mandant bitte schön die Waffe hergehabt haben? Und wo ist die jetzt? Freundin, da muss ich Ihnen das erklären. Es gibt schon Wege und Möglichkeiten, an Waffen ranzukommen. Genauso wie es Möglichkeiten gibt, eine Waffe zu entsorgen. Das hat Ihr Mandant getan, und zwar sehr gut. Bis heute ist die Waffe ja nicht aufgetaucht. Ja, so kann das schon gewesen sein. So war es aber nicht. Ihr Ex-Freund und Banküberfallkomplize war so verbissen hinter seinem Anteil von der Beute her, dass er auf Sie geschossen hat. Sie hatten nämlich all sein Geld ausgegeben. Sie konnten es ihm nicht zurückgeben. Kann ja auch sein. Klingt auch logisch. Keine ja, Ahnung. Und warum sitze ich jetzt bitte hier? Also, Frau Salzmann, jetzt fangen Sie langsam an, ein bisschen rumzueiern. Ich erinnere Sie nochmal, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Ja, ich weiß. Ja, dann sagen Sie die Wahrheit, dann sagen Sie es. Ich weiß nichts mehr. Keine Ahnung, wie es war. Dann hören Sie aber bitte auch auf, meinen Mandanten zu belasten. Dann fragen wir doch mal andersrum. Haben Sie denn Ihrem früheren Komplizen, dem Björn Kunze, von dieser Erpressung erzählt? Nee, wäre ich ja schön blöd gewesen. Dann hätte er ja gewusst, ja, dass ich sein Geld nicht mehr habe. Ja, ich frage das deswegen. Nun war ja der Herr Kunze, laut seiner eigenen Aussage sogar, zum Zeitpunkt der Geldübergabe auch da in dem Wald. Wie kommt er denn da hin, wenn er nichts von der Erpressung wusste? Ja, ich habe ihm am Abend vorher hab ich ihm gesagt, dass ich halt weg muss zu dem Versteck, wo ich das Geld versteckt habe. Ja, und was hat er dazu gesagt? Ja, gar nichts hat er gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass er mir gefolgt ist. Haben Sie bemerkt, dass Ihnen jemand gefolgt ist? Nee, habe ich nicht. Also, keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste, dass jemand hinter mir her ist. Ich denke mir nur, dass er vielleicht geschaut hat und gesehen hat, dass ich ihn angelogen habe. Und ja, vielleicht hat er dann auf mich geschossen. Weiß ich nicht. Genau das denke ich auch, Frau Salzmann. Ja, und außerdem kam noch dazu, kurz bevor ich ohnmächtig geworden bin, habe ich hier sein komisches Rasierwasser da gerochen. Das habe ich früher schon wie die Pest gehasst, ja. Und draußen im Flur gerade habe ich ihn auch wieder diesen Geruch in der Nase gehabt. Und das sagen Sie jetzt erst? Sind Sie wahnsinnig? Wegen Ihnen sitze ich hier und jetzt sagen Sie, dass ich es gar nicht war? Also Herr Menzer, da kann ich Sie beruhigen. Sie sitzen ja nicht alleine wegen der Aussage von Frau Salzmann. Es gibt 1000 andere Gründe. Aber die Story, die Sie uns hier auftischen, Frau Salzmann, die glaube ich Ihnen nicht. Es fällt doch auf, dass Sie sich hier im Zweifel rächen wollen an Ihrem Ex-Freund, weil er im Nachhinein Sie bei der Polizei wegen dieses Banküberfalls angeschwärzt hat. So ein Quatsch, ja. Ich meine, das war meine eigene Blödheit, weil im Krankenhaus kamen ja die Bullen auf mich zu und haben halt gefragt, wie das passiert ist. Und da haben sie halt den Brief gefunden. Den Brief, in dem der Angeklagte Sie um Zahlungsaufschub bittet. Ja, den und den ersten, ja, auch, weil, ich meine, war halt auch meine eigene Blödheit, ich habe alles Mögliche in meiner Jacke, da sind noch Kassenzettel vom letzten Jahr drin und ich meine, ich bin ja auch nicht so blöd und schwärze mich da selber an bei denen. Also und daraufhin ist dann Ihre Wohnung durchsucht worden und dann ist alles gefunden worden, was mit dieser Erpressung zusammenhängt. Ja, und da bin ich halt ein bisschen nervös geworden und da dachte ich mir einfach, ich schieb das Björn in den Schuh und sag, dass er mich halt erpresst hat oder dazu gezwungen hat zu der Erpressung. Haben Sie gesagt. War aber nicht so, oder? Nein, dem war nicht so. Ich hatte nur einfach keinen Bock auf ihn und wollte halt, dass er wieder in den Knast geht. Genau, und Sie wollten Ihre Ruhe haben, er sollte in den Knast, aber stattdessen ist alles anders gelaufen. Er hat sich sehr geärgert über Ihre Aussagen, hat Sie dann angeschwärzt als seine Komplizin bei diesem damaligen Überfall. Und jetzt sitzt nicht er im Gefängnis, sondern Sie. Ja, reimen Sie es mir ruhig noch weiter unter die Nase. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Ihren neuen Verdacht zurückkommen. Sie haben kurz vor den Schüssen das Rasierwasser Ihres Ex-Freundes gerochen und denken deshalb, dass er auf Sie geschossen hat? Ja, einmal das und weil er draußen so komische Andeutungen gemacht hat, dass er mich umlegen will. Wie draußen? Jetzt hier? Haben Sie da vorher irgendwas in der Richtung mitbekommen? Ja, der Mann hat sinngemäß gesagt, dass er sich jetzt schon freut, wenn Frau Salzmann aus dem Gefängnis kommt, weil sie ihn total verarscht hat und sie das noch bereuen wird. Außerdem hat er dann noch so komische Andeutungen gemacht. Hier hatte er irgendwas in der Jacke und zeigt mir eine Pistole und meinte halt, dass er mich umlegen möchte. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Dann bleiben danke. Sie mal unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte da hinten wieder Platz. Und als nächstes der Björn Kunze, bitte. Ja, können Sie den bitte noch mal nachprüfen? Da habe ich echt Angst. Vielleicht hat er doch wirklich eine Waffe. Wie, nach Waffen dabei. Oder was? Das ist ja am Eingang zum Gerichtsgebäude schon passiert. Ja, nehmen Sie doch mal bitte den Platz. So, einen Moment bitte. Stopp. Erst lassen Sie mal die Frau Salzmann sich hinsetzen.
Und dann bleiben Sie mal bei Herrn Seelhoff. Herr Seelhoff, würden Sie vielleicht gerade noch mal vorsichtshalber einfach nach Waffen suchen? Ja. Also die Frau, ich erkläre Ihnen, die Frau Salzmann hat uns gerade berichtet, dass sie von Ihnen da draußen gerade bedroht worden sei, dass Sie sie kalt machen wollten. Und das wollte ich natürlich nicht unbedingt hier im Sitzungssaal haben. Und der Mann hat wohl keine Waffe dabei, Herr Vorsitzender. Denken Sie, ich bin so blöd und schleppe eine Waffe mit ins Gericht, oder was? Er hat das draußen halt angedeutet. Also wir sind hier nicht das kleine Schlossgespenst, oder? Ja, ja, sehr gut. Also noch einmal so eine Aktion und Sie kriegen ein bisschen Ärger mit mir. Ist ja okay. Die verarschen uns eh alle. Bitte? Ich verarsche gar keinen. Ich hab nur Angst vor dir, wenn du mir solche Drohungen draußen machst. Setzen Sie sich hin. Quatsch doch keine Opern, Mann. Mit dir bin ich längst fertig. Noch eine Entgleisung und es wird teuer, Herr Gunze, ja? So geil zu wissen, dass du im Knast schmoren musst. Jetzt so wie ich, ja. Ich hab keinen Bock mehr da drauf, Mann. Fällt Ihnen das so nebenbei auf, dass ich versuche, mit Ihnen zu kommunizieren? Ja, ist okay. Ja? Und ich erwarte ab jetzt, dass es bei der Kommunikation bleibt. Verstanden? Ist okay. Ist okay. Dann belehre ich Sie, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja? Ich belehre Sie außerdem, 55 StPO, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Björn Kunze, 33 Jahre alt, Sie wohnen in München, ledig, Gas-Wasser-Installateur, Sie sind aber zurzeit arbeitslos. Ja? Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nee. Kommen wir doch gleich mal zum 15. Februar 2011. Ist es denn richtig, dass Sie an dem Tag der Frau Salzmann, beziehungsweise am Abend, in den Lerchenauer Forst gefolgt sind? Ja, klar. Meine Kohle haben wollte, von damals, vom Banküberfall, ja, als ich aus Knast gekommen bin. Das hat die Frau Salzmann so erzählt. Ja. Und eigentlich wollte sie die Kohle auch für mich aufbewahren. Hat sie aber nicht offensichtlich, Na, nee. Ich bin ja erst 2 Tage vorher damals aus dem Knast gekommen. Direkt zu ihr. Mhm. Ja, und sie hat mir dann erzählt, dass sie das Geld erst irgendwie am 15. geben kann oder was, ja? Irgendwie, weil sie es so gut versteckt hat. Dass irgendwie in 2 Tagen erst rankommt. Scheiß auf 2 Tage, ganz ehrlich, hin oder her. Ich wollte mir eine Kohle haben. Und? Haben Sie das geglaubt? Ich war sehr misstrauisch, ja. Ja. Weil ihr Mann ihr einfach nicht vertrauen konnte. Also, Sie waren misstrauisch. War das der Grund, warum Sie in den Wald gefolgt sind? Wie gesagt, ich bin ihr in den Wald gefolgt. Sie hat mich aber nicht bemerkt. Ich habe mich dann hinter einem Baum versteckt und sie ein bisschen beobachtet. Mhm. Ja, dann ist der Typ da auf einmal irgendwie so gegen 9 aufgetaucht. Irgendwie hat einen Brief in einen Mülleimer geschmissen. Und was hat die Frau Salzmann dann gemacht? Die hat ihn so lange beobachtet. Und als er weg war, ist sie aufgetaucht zum Mülleimer und hat den Brief rausgeholt. Hat den dann irgendwie durchgelesen. Irgendein Zettel war drin. Und hat dann auf einmal angefangen rumzubrüllen und rumzustampfen, wie Rumpelstilzchen auf Koks. Ey, die ganze Sache war echt schon krass, wirklich. Aber dann ist der Typ auf einmal wieder hinterm Busch vorgekommen, knallt Kim einfach nieder. Aber ich hab nicht auf Frau Salzmann geschossen. Mann, ich hab dich doch gesehen, Mann. Du bist doch dann noch zum Abhang runter und hast runtergeguckt, wahrscheinlich, ob sie wirklich krepiert ist. Das stimmt nicht. Und dann? Ging's weiter? Ist er geblieben? Ist er gegangen? Dann ist er weggefahren. Und Sie? Es war schon echt, ich war voll von Socken. Aber ich wusste sofort, dass sie den erpresst hat, weil sie meine 50.000 nicht mehr hat. An der Frage, wieso haben Sie dann da nicht einen Rettungswagen gerufen? Ich hatte kein Handy dabei. Ich bin ja noch hin zum Abhang, der war viel zu steil. Bin dann rum, wollte dir helfen. Aber dann, als ich da war, war der Krankenwagen schon da. Und um von sich abzulenken, haben Sie dann dem Notarzt diese hanebüchene Geschichte von meinem schießwütigen, schießenden Mandanten erzählt. Was? Wie bitte? Sie stellen sich hier als barmherziger Samariter dar, der der Frau Salzmann angeblich nur helfen wollte. Aber Sie haben doch eben selbst bestätigt, dass Sie kurz vorher gemerkt haben, dass sie das Geld nicht hat. Ja und? Daraufhin haben Sie die Beherrschung verloren. Und dann haben Sie auf Sie geschossen. Auf Sie wäre doch nie jemand gekommen. Denn zu dem Zeitpunkt wusste ja niemand, dass Sie beide mal ein Paar und Komplizen waren. Wenn ich auf Sie geschossen hätte, man wäre ich nicht da geblieben, man wäre weggerannt. Dann wären Sie weggerannt, ja. Ja. Sie wollten sich doch einfach in Wahrheit vergewissern, ob die Frau Salzmann wirklich tot ist. Dass die Frau Salzmann noch selbst einen Rettungswagen rufen würde, damit haben Sie nicht gerechnet. Als Sie da quasi gleichzeitig mit dem Rettungswagen ankamen, da hatten Sie leider nicht mehr die Möglichkeit zu flüchten oder sich zu verstecken. Und da mussten Sie irgendwie improvisieren. Und da haben Sie sich die Geschichte mit meinem Mandanten ausgedacht. Denn den hatten Sie ja noch vor der Tat gesehen, als er da diesen Umschlag hinterlegt hatte. Der Mann ist gut, ja. Ich glaube auch, das ist klar, alles logisch, was er sagt. Gib doch einfach zu, dass du mich sie umlegen wolltest. Hey, Baby, wenn ich auf dich geschossen hätte, dann hättest du damals keinen Kranken mehr rufen können. Dann würdest du nicht bei mir sitzen, klar? An Herrn Kunze wurden keinerlei Schmauchspuren gefunden, Herr Vorländer. So gut sie sein mögen. Eben, an meinem Mandanten aber auch nicht, Herr Lukas. Ja, ja. Ein Kunststück, Ihr Mandant wurde erst einen Tag später festgenommen. Da hat er doch genug Zeit gehabt, die Klamotten verschwinden zu lassen.
Außerdem habe ich doch hier noch sein komisches Moschuswasser da wieder gerochen, was ich gerade im Flur wieder gerochen hatte. Sag mal, Mädel, hörst du mir eigentlich mal selber zu, was du für eine Gülle laberst? Ja, vielleicht verschonen Sie uns einfach mal mit Ihren Fäkalausdrücken. Noch weitere Fragen? Keine Fragen, danke. Nehmen Sie bitte den Platz, Sie bleiben unbeteiligt. Dankeschön. Sarah Menzer,